Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2. Und ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig. Ich habe jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele meiner alten Folgen ich durchgeskippt habe. Ich glaube, ich habe die richtige Folge gefunden. Und zwar war es tatsächlich hier im Sturmtal, wo wir sowieso hin müssen. Und auch in der Gegenwart, wenn ich das richtig gesehen habe. Kurz normale Büsche mitnehmen. Für diejenigen, die die letzte Folge geskippt haben, weil das zu viel rumgelaufen war, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Windgeist, nenne ich das jetzt mal, oder Windwesen. Ich glaube, die hießen Sylphies. Nee, Sylphie war es, ne, war ein anderes Universum. Schon wieder vergessen. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wir haben ja für Velvet ein Wesen gefunden, das sie, ich sag jetzt mal, noch auf die dritte Stufe gehoben hat. Und ich hatte mich in der letzten Folge daran erinnert, wir sind auch schon mal auf einen Windgeist getroffen, bevor wir die anderen Nymphen waren es, glaube ich. Nymphen hießen die, glaube ich. Getroffen haben. Also müsste es nach meiner Logik auch für Fina etwas zum Erwecken geben. Und ja, ich war jetzt auf der Suche nach diesem Windgeist, der Fina erwecken kann. Konnte mich aber ewig nicht dran erinnern und es war tatsächlich hier. In dieser Kletterpassage der Hölle für mich. Ja, da ist Patsu. Wir Hüter wurden von den Magi entdeckt. Sie glaubten, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die ihr nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet, wie ich sehe, seid ihr hellwach. Doch bringt ihr mir, wonach ich fragte? Ja, ich glaube, es war Mana. Ich brauche mehr. Was? Ich habe 2 Mana. Das reicht dir nicht? Oh, jetzt habe ich den Dialog nochmal ausgelöst. Entschuldigung. Sie braucht mehr Mana. Da habe ich jetzt ernsthaft... Wir können hier noch nicht hin? Nein, wir müssen noch mehr Mana finden. Das ärgert mich jetzt. Menno. Gut, wir sind jetzt hier sowieso im Sturmtal, dann sagen wir mal ganz kurz Hallo. Ach, ihr seid es. Ihr scheint voller Energie zu stecken. Vielleicht wohnt euch gar eine verborgene Kraft inne. Wie gern hätte ich einen Sohn wie euch gehabt. Sagt Bescheid, falls ihr je den Prototyp einer Flugmaschine finden solltet. Selbst wenn sie unvollständig oder beschädigt ist, wird sie für meine Forschung nützlich sein. Ich habe Flashbacks wegen der Sache mit der Flugmaschine. Ob sie noch an der gleichen Stelle ist, an der wir gelandet sind? Oh Gott, ich muss da ernsthaft nochmal hin. Ich will da nicht hin. Können wir das lassen? Ach so, hier ist es noch ein Bergwerk. Ah, alles klar. Wir sind in der falschen Zeit. Und wir haben ja hier noch was. Das hatte ich ja letzte Folge schon angesprochen. Wir müssen ja hier noch die Büsche niedermähen. Wir müssen wissen, wo der Schatz ist. Also nicht in dieser Zeit. Hier ist der Besitzer anscheinend nicht mehr da. Hier können wir nur Münzen sammeln. Oh. Ich frage mich immer noch, warum er meinen Schatz so schnell gefunden hat. Ja, ich habe ihn doch gar nicht gefunden. War ich nicht schon mal hier? Ich habe ein Déjà-vu. Jetzt habe ich Déjà-vu. Habe ich mit dem alten Mann nicht schon mal gesprochen und mich genau dieselbe Frage gestellt? Dass ich ihn ja noch gar nicht gefunden habe?
Moment, wo hat er gerade gesessen? Okay. Ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, die will ich mal ganz kurz überprüfen. Ich weiß, das ist schon wieder ein Exkurs, der nicht geplant war. Ich habe Story versprochen. Ihr gebt mir nur einen ganz kurzen Moment. Es geht sofort weiter. Die Schatzsuche war in der Vergangenheit, ne? Ja, hier waren auch noch Kartenspieler. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Mit wem habe ich jetzt schon Karten gespielt und gewonnen? Ach, schön. Mein Gedächtnis lässt grüßen. Aber es ist auch verzwickt, ne? Man muss hier schon drei Zeitebenen berücksichtigen, plus alle Ereignisse innerhalb dieser Zeitebene. Und dann auch noch wissen, mit wem man alles Karten gespielt hat und bei wem man gewonnen hat und bei wem nicht. Es ist ja auch in allen Zeitebenen sind diese Kartenspieler. Das ist Wahnsinn, sich das alles zu merken. Ups, ich bin zu weit nach oben. Hier war, glaube ich, auch noch jemand, ne? Okay, hier war da keiner. Ich dachte. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Konzentration, Konzentration. So, erstmal zur Lichtung. Dann müssen wir zu dem Aleph-Berg oder wie der hieß. Moment, hier ist das Portal. Ich will nur ganz kurz eine Theorie beweisen. Beziehungsweise einer Theorie nachgehen. Sieht ein bisschen anders aus, aber es müssten die hier sein. Haha! Wie habt ihr meinen Schatz gefunden? Wie, also... Da, nehmt. Juhu, wir haben ein Orikon-Erz. Oh, ich hab's Orichalkum genannt letzte Folge. Es heißt ja Orikon-Erz. Entschuldigung. Da kam ein anderer Gedanke rein. Aber cool, es hat tatsächlich gestimmt. Da, wo er gesessen hat und resigniert hat, da haben wir den Schatz gefunden. Und jetzt auch tatsächlich gefunden. Er hat sich ja noch drüber geärgert. Das muss ich mal überlegen. Hier gab es kein Fluggerät mehr. Nee. Dann müssen wir tatsächlich in die Zukunft und nochmal auf die Spitze von diesem Berg. Nein, ich will nicht. Lasst mich. Nicht nochmal. Vielleicht kriegen wir das alles ohne die Bosskämpfe? Wäre das möglich? Ich würde es sehr begrüßen. Mal gucken, wie weit wir jetzt mit der Story kommen. Es fühlt sich so an, als wenn es hier sich dem Ende entgegenneigt, weil wir jetzt nur noch ein Fragment haben. Aber ich würde vorher ganz gerne noch ein paar Kartenspiele machen. Es gibt da ja noch ein sehr heftiges Kartenspiel. Das war in der Zukunft? Oder war es in der Gegenwart? Ich glaube, in der Gegenwart müsste es gewesen sein. Da haben wir ja noch ein Kartenspiel mit Dalkin. Er hat uns ja so völlig fertig gemacht. Ich verlange Revanche. Jetzt, wo ich bessere Karten habe. Aber nicht in dieser Folge. Ist wieder ein herrliches Wetter hier. Das war, glaube ich, da. Gott sei Dank. Es ist noch da. Eine ziemlich faszinierende Maschine.
Dann muss man sich fragen, wer ein solches Ding gebaut haben könnte. Glaubt ihr, wir brauchen sie später noch, Kuro? Ja. Das glaube ich auch. Prototyp X01, sie ist vermutlich noch nicht weit geflogen oder zumindest nicht für lang. Manchmal frage ich mich, wo ihr diesen ganzen Kram aufbewahrt. Ja, das frage ich mich auch. Ich habe bestimmt so einen magischen Beutel, in dem alles verschwinden kann, egal wie groß es ist. Gut, wir haben das Fluggerät. Dann müssen wir jetzt wieder zurück in die Gegenwart, um es ihm zu bringen. In der Zukunft war ja nur ein Grabstein da, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir wollen Säge setzen. Es gilt, ein Fluggerät zurückzubringen. Denn wenn ich mich nicht irre, ist der gute Mann George der Erfinder. Jetzt haben wir da nämlich ein kleines Zeitparadoxon. Wir bringen ihm das Fluggerät, das er erfinden wird, weil wir es ihm gebracht haben. So ist jedenfalls meine Theorie. Moment, Gegenwart. Ich wollte in die Gegenwart. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er reagieren wird. Ja, das kennen wir schon. Wo ist es denn? Wo ist es denn da? Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine, wie oft denn noch? Der freut sich aber echt. Wo habt ihr die bloß gefunden? Tut nichts zur Sache. Danke! Euch verdanke ich es, dass mein Traum, meinen Vater zu übertrumpfen, endlich wahr wird. Ich kann diesen Prototypen untersuchen und meine eigene Flugmaschine bauen. Es wird bestimmt mehrere Jahre dauern, doch es wird geschehen. Wie heißt ihr? Kuro? Also das ist ein Versprechen, Kuro. Der erste Prototyp meiner Flugmaschine wird euch gehören. Legen wir los! Nochmal vielen Dank, Kuro. Die Flugmaschine, die ihr mir gebracht habt, wird meine Forschungsarbeit immens vorantreiben. Doch der Bau eines funktionsfähigen Prototypen wird Jahre dauern. Ich verspreche euch aber, dass der erste Prototyp der Flugmaschine euch gehören wird. Legen wir los! Okay. War so ungefähr das, was wir erreichen wollten. Ein bisschen sehr kurios. Okay, dann haben wir ihm die Flugmaschine gebracht. Dann müssen wir jetzt in die Zukunft. Es ist jetzt gegen Ende tatsächlich sehr viel hin und her.
Und irgendwoher muss ich noch mehr Mana kriegen, damit wir auch den Windgeist von Fina nutzen können. Oh, wieder zu weit. Und den Windgeist des Feuers haben wir noch nicht gefunden, ne? Pelmenos? Müssten wir eigentlich auch noch irgendwo herkriegen. Wir haben die Zukunft verändert. Oder sah der Berg vorher auch schon so aus? Ja, das war da vorher nicht da. Hallo! Ich habe euch hier in der Gegend noch nie gesehen. Seid ihr neu hier? Gebt mir etwas Platz, ich trainiere. Ich will so stark werden wie Kuro, der Held unseres Dorfes. Oh Gott, das ist ein bisschen sehr übertrieben. Aber schön. Das sieht schön aus. Hat er hier also seine Ruhestätte gefunden? Oh, wir können ihn auch zu einem Kartenspiel herausfordern. Seit eurem letzten Besuch hat sich die Lage ziemlich geändert. Vielleicht haben wir das euch zu verdanken. Aber ihr wisst ganz genau, dass das keinen großen Unterschied macht. Sogar hier verkaufen wir Waffen. Warum können die Leute nicht aufhören zu kämpfen? Wird es jemals einen Ort geben ohne Kriege? Einen Ort ewigen Friedens? Die sieht aber nicht nett aus. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt sehe ich das erst. Da hinten ist Captain America-Schild. Und die anderen sind doch bestimmt auch irgendeine Anspielung, die ich halt nur nicht verstehe. Doch, das untere Schwert kenne ich. Das untere Schwert kenne ich. Das ist das von Cloud aus Final Fantasy. Aber die anderen, die beiden Schilder dort kenne ich nicht. Und die beiden Waffen dort, das mittlere erinnert mich an irgendwas, aber kann auch täuschen. Das kann jetzt auch täuschen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendwas wiedererkannt habt aus irgendeinem Spiel. Ich vermute mal, es sind hier Easter Eggs, die an der Wand hängen. So, wir verkaufen alle möglichen seltenen Gegenstände. Seltene Gegenstände. Da habe ich... Was? Finde alle Truhen. Was? Und das kann ich mir sogar alles leisten. Angriff minus 2? Ach, das Windschwert in der Grafik sieht genauso aus wie das von Cloud. Die Aussparungen. Die Schneide. Das ist herrlich. Okay, doppelt so viel Geld. Nehmen wir. Wenn ihr diesen Gegenstand tragt, hebt ihr doppelt so viel Gold auf. Dann möchten wir noch das Krimskramsonar. Mit diesem praktischen kleinen Gerät werdet ihr alle möglichen Truhen finden. Yay! Aber das Schwert nützt mir gar nichts. Habe ich jetzt die Kette automatisch ausgerüstet? Das Teil sieht genauso aus wie dieses Scan-Gerät aus Dragon Ball, war das, glaube ich, ne? Oben den Knopf drücken und dann kam ein Ping und man hat die Dragon Balls gefunden. Moment, es hat uns gerade eine Truhe angezeigt. Und 4 Karten. Heißt das hier, gibt's Karten zu finden oder nur durch Kartenspiele? Hier soll eine Truhe sein. Da oben. Da oben ist sie. Wie kommen wir denn da hin? Das ist ja mysteriös.
Ist auf jeden Fall Kartenspieler. Und eine Truhe. Einen Stern gesammelt. Yay! Moment mal, in dem Laden, wo wir gerade das Sonar gekauft haben, war doch auch eine Truhe angezeigt worden, oder? Nee, jetzt ist es null. Jetzt wird mir eine angezeigt. Ich dachte, da stand auch eins vorhin. Habt ihr von Kuro gehört? Er ist der Held unseres Dorfes. Er hat Sid, dem großen Erfinder und Gründer unseres Dorfes, beim Bau der allerersten Flugmaschine geholfen. Dann verschwand er. Einfach so. Und völlig spurlos. Manche Leute behaupten, dass er ein Außerirdischer war, der in einem interdimensionalen Raumschiff hier ankam. Klingt ganz schön verrückt, findet ihr nicht auch? Okay, mit ihr könnten wir dann noch Karten spielen. Ich habe die Hauptstadt verlassen, um hier zu leben. Die frische Luft und Ruhe auf dem Berg sind etwas ganz Besonderes. Schade, dass die meisten Leute das nicht verstehen. Aber sonst würden alle herbeiströmen und es wäre nicht mehr so friedlich. Schade, dass ihr keine Flugmaschine habt. Ich habe eine tolle Strecke eingerichtet und wenn ihr siegt, gibt es einen hammermäßigen Preis. Ich möchte bitte nicht. Ich will nicht. Ist abgesperrt? Ah, ey! Hey, ihr da! Hier kommt keiner ohne Genehmigung des Dorfvorstehers durch. Der Zutritt zu den Ruinen dort drüben ist verboten. Ja, aber dafür musst du mich dort nicht pieksen. Wie gemein, ich bin Besucher des Dorfes. Ich habe noch gar nichts getan, ich wollte nur hier lang. Man kann auch einfach sagen, nö, kein Zutritt und geh wieder. Aber man muss mich dort nicht pieksen. Wie fies. Das dürfte dann wohl der Dorfvorsteher sein. Hallo. Braucht ihr ein Zimmer? Halt, wartet. Ihr seid Kuro. Jawohl, der einmalige Kuro. Die Geschichten stimmen also. Seid ihr hier, um das Versprechen des großen Erfinders Sid einzulösen? Was gibt es? Pfui, ein Dämon! Nichts, mein Herr. Rein gar nichts. Wie soll ich sagen? Also wisst ihr, wie sich herausstellt, hat der große Erfinder Sid eure Flugmaschine tatsächlich gebaut. Und wir haben sie auf den Gipfel des Alpha gebracht, damit sie niemand stehlen kann. Doch sie scheint verschwunden zu sein. Es tut mir so leid, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Sie war dort oben auf dem Berg und dann hat sie sich einfach in Luft aufgelöst. Doch niemand wurde beim Betreten der Höhle beobachtet. Es tut mir leid. Es ist schon merkwürdig, dass jemanden solch ein Diebstahl gelingen konnte, Mega Klink. Ich möchte mich nochmals entschuldigen. Hey, ich weiß, das ist keine große Hilfe, aber ich kann euch eine Forschungsgenehmigung für die Ruinen der Magi in der Nähe erteilen. Sie bergen eine große Truhe, die noch niemand öffnen konnte. Für den berühmten Kuro sollte das aber ein Kinderspiel sein. Ruinen der Magi? Eine rätselhafte Truhe? Ich bin dabei. Los, Kuro, gehen wir. Okay. Haben wir das Fluggerät geklaut? Ich bin verwirrt. Wer hat denn jetzt das Fluggerät, wenn keiner die Höhlen betreten hat? Oder niemand dabei beobachtet wurde? Dann können das doch nur wir gewesen sein. Aber gut, ich spinne hier nur was zusammen. In der nächsten Folge würde ich tatsächlich ein paar Kartenspiele bestreiten. Wenn das für euch okay ist. In der Abstimmung ist es ja bisher noch so, dass Kartenspiele gerne gesehen werden. Daher würde ich in der nächsten Folge hier in diesem Dorf gerne die Kartenspiele machen, um die 4 Karten noch zu kriegen. Und natürlich, ja, wir werden auch die Ruinen erforschen.
und uns die Truhe noch holen? Dann machen wir uns in den nächsten Folgen sogar auf Kartenjagd, würde ich sagen. Oder auf Truhenjagd, je nachdem, wie es sich ergibt. Ich guck mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.